wird. Ja. Dann wird die Leute zu Tode geäht. Noch Callister. Und Callister ist auch eine interessante Entscheidung. Man will ja Freeze wirklich so stark wie es geht einschränken. Er hat aber noch die Meta-Champions zur Verfügung. Ja, man will ihn halt wirklich einfach nicht auf diesen Hard-Carry bzw. diesen Outplay potenziell hohen Champions sehen. Auf der anderen Seite sehen wir Kassadin Instalock immer noch Flexpick, Top und Mitte. Beide sehr, sehr häufig gesehen und mit auch viel Erfolg. Also Youngmark aber bis jetzt eher wenig Kassadin gezeigt. Eher so auf diesen Tanky Dudes oder eben eine Lissandra auch mal ausgepackt. Also bin ich gespannt, ob das wirklich eine Kassadin, ein Kassadin auf der Toplane sein wird. Was ist noch auf Mitte? Haben wir noch Lissandra auf Lissandra, das wäre ja. Der, Java noch der weitere natürlich. Flexpick. Rox, wie gesagt, einen guten Pick da getroffen. Und Freeze sagt sich, ich will wenigstens mehr im Meta sein als andere. Nimmt den Draven. Wird also wirklich mit allem ausgestattet sein, was man hier für die aktuelle Saison in der Kluft benötigt. Rek'Sai und Annie, naja, Meteomegas halt dem Standard entsprechend. Wir haben aktuell wenig Variationen. Sollte sich Cori für Kayle entscheiden, hätten wir mal wieder was ganz Neues dabei. Ja, aber es sieht nicht danach aus. Maokai wird es werden. Das ist eine gute Antwort auf den Kassadin. Aber man kann ihn ja immer noch in die Mitte stecken, also könnte sich da eventuell selbst ein bisschen voreilig entschieden haben. Corki natürlich AD-Carry-technisch immer noch super stabil, etwas passiver als so ein Graves ist es, aber an sich keine schlechte Entscheidung. Man hat jetzt allerdings auf Meteomaker-Seite schon sehr, sehr viel magischen Schaden, also Annie, Maokai, Corki sind halt drei Champs, die sehr, sehr viel AP-Schaden da raushauen, auch wenn Corki eine AD-Carry ist, macht natürlich auch beachtlichen Schaden mit seinen Auto-Attacks. Nichtsdestotrotz kommt man jetzt hier noch mit dem Supporter und Mitte oder eventuell Toplane eben nicht gepickt. Lissandra ist, wie schon erwähnt, immer noch offen, was ein bisschen irritierend ist. Das ist natürlich gegen Maokai nicht ganz so effektiv. Oh, Lulu? Wow. Ich bete zu Gott, dass es keine Lulu Toplane ist. Das würde überhaupt nicht in die Komposition reinpassen. Wenn, dann eher vielleicht Lulu Midlane. Aber gegen, oder Support? Support würde wahrscheinlich mehr so machen. Okay. Oh Gott. Doppel-Support schon wieder ohne Hyper-Carry. Also das sieht nach einem Elements-Lineup aus. Warum tut man das? Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Auto-Lose ist. Nein, keine Frage. Aber es ist erstmal von der Gesamtsynergie her schwierig. Wir sehen gerne Lulu. Es kann natürlich eine Morgana-Toplane oder sowas sein. Es kann auch sein. Also Lulu sehen wir viel lieber als Support, weil sie da ihre Aufgabe wesentlich gerechter wird, als ein Midlaner. Denn ihr fehlt die Ultimate, ihr fehlt der Schaden. Normalerweise leitet ja eine Solo-Lane-Lulu den Schaden auf einen anderen Charakter um, indem sie den länger am Leben erhält, siehe irgendeinen Kog'Maw oder ähnliches. Aber Graves ist nicht so einer. Nee. Graves knallt alles mit einmal raus und dann hofft er, dass er nur noch ein paar Auto-Takes benötigt. Wobei man jetzt sagen muss, Kog'Maw könnte im Prinzip Morgana, Top oder Support. Lulu, Top, Mitte oder Support. Ja, Kassadin, halt Top oder Mitte. Also Meteomakers muss jetzt im Prinzip picken, ohne zu wissen, gegen was sie denn auch wirklich spielen. Jace wäre keine schlechte Entscheidung, vor allem weil sie halt, wie schon erwähnt, sehr, sehr viel magischen Schaden haben. Zed wäre auch noch offen, wäre allerdings gegen die Morgana-Lulu-Kombo nicht ganz so stabil. Also, es wird der Jace werden, keine schlechte Entscheidung, ist sowohl gegen Kassadin sehr, sehr safe. Und es wird Kassadin Mitte, wie es aussieht, also ja. Jace gegen Kassadin ist eine ziemlich gute Wahl gewesen. Und auch Kopenhagen-Wurfs hat gezeigt, dass es eine Top-Lane-Morgana ist, wo ich richtig glücklich drüber bin. Denn wie gesagt, mit Lulu ist man tausendmal besser als Supporter bedient. Es ist auch, ich will nicht sagen, es ist ein Hard-Counter, aber es ist eine gute Variante, um den Tibbers von Nisbet ein bisschen entgegenzukommen. Weil sie gibt 300 Leben und der Tibbers ist weit davon entfernt, 300 Schaden zu machen. Vor allem, weil eine AP-Morgana auch in der Lage ist, die komplette Combo von Annie bzw. von Maokai zu shielden, solange sie nicht sehr, sehr stark auf AP gehen. Also im späteren Spielverlauf, da macht dann dieses Black Shield schon mal 400, 500 oder vielleicht sogar 600 Leben an Resistenz quasi. Und da kommt eine Annie mit einem Tibbers oder mit einem Tibbers Q einfach nicht durch. Und ein Maokai kommt da mit dem QW auch nicht durch. Da kommt keiner. Normalerweise hat man bei Maokai den Vorteil gegen Support Morgana, solange es nicht im Late Game ist, kann man im Prinzip den W machen. Der W wird gecancelt, aber der W-Schaden reicht meistens dann aus, um eben einfach das Black Shield zu durchbrechen. Und dann kann man mit dem Q immer noch den Knock-Up setzen. Das wird gegen Toplane Morgana sehr, sehr schwer werden. Auch wenn die Ganks von Rek'Sai sehr schwer anzusetzen gegen den Morgana. Weil sie halt einfach den Knock-Up cancelt, den Snare, alles im Prinzip einfach negiert. Vor allen Dingen bei Rek'Sai kommt eine wirklich schlimme Problematik zutage und zwar ist es ihre Schwäche, was den Dash angeht. Der Dash ist immer gleich. Ja. Man kann wirklich dem Dash entgegenlaufen und er denkt dann, na toll, muss halt umdrehen, weil die Distanz ist wirklich nicht veränderbar. Und das bedeutet für einen guten Morgana-Spieler, ich weiß genau, wo ich meine dunkle Bindung hinzuhauen habe. Bin gespannt, ob sie das hinkriegen. Wir gehen sofort ins Spiel hinein. Kopenhagen Wolves gegen Meteomakers. Wir haben hier das dritte Spiel des heutigen Tages. Es ist angekellert-duellt.
Man muss dazu sagen, Meteor Makers bisher erst eine Siegerung, aber die Wolves gewinnen auch gegen Teams, wo man sagen könnte, nope, das hätte ich nicht erwartet. Das stimmt. Meteor Makers hat da bis jetzt noch wenig Konstanz oder generell Stärke gezeigt. Also auf dem Papier kommt man Wolves momentan das bessere Team. Nichtsdestotrotz ist die Teamkomposition schon sehr speziell. Und Meteor Makers hat da halt mit der Corki Annie-Komposition sehr, sehr viel Burst. Den kommt man Wolves zwar mit dem Lulu-Pick so ein bisschen entgegenwirken will, aber ja, ich bin gespannt. Prinzipiell, Graves hat Probleme gegen Annie, wegen der sehr, sehr begrenzten Range und der hohen Autotech-Reichweite von Annie. Man entscheidet sich aber, so wie es aussieht. Aber er hat eine natürliche Tankiness. Das stimmt, wobei halt die Autotechs wirklich konstant im Prinzip aus sicherer Reichweite angewandt werden können. Und wenn man dann 5, 6, 7, 8 Autotechs kriegt, dann tut das schon gerade im Early Game sehr weh. Und Corki ist ja jetzt auch kein schlechter ADC-Carry, was das Early Game betrifft. Wobei man halt mit Graves in der Lage ist, mit dem Dash quasi die Phosphor mal auch wieder auszuweichen. Was natürlich nicht wenig Mana kostet auf die Dauer und der Cooldown ist auch ziemlich hoch. Ja, bin gespannt, wie das Ganze wird. Youngbug setzt an zum Late Swap. Er will sich dem 2 gegen 1 stellen. Meine Morgana da mit der gepeinigten Erde in der Lage, wirklich früh schon bereits Caster-Vasalen komplett auszuradieren. Und das darf man auch nicht vergessen, ihre Passive ist ja Zaubervampir, ein gewisser Wert, der steigt natürlich. Und damit ist man in der Lage, durchzuhalten. Ja, und man kann halt quasi überhaupt nicht gedived werden, weil Rek'Sai kann den Knockup nicht setzen. Annie Stun ist auch sehr, sehr schwer umzusetzen gegen Morgana. Also man ist da wirklich sehr sicher. Unterm Turm wird es ein bisschen kritisch. Du hast es gerade angesprochen, man hat diese Pfütze, aber die macht halt entweder zu wenig Schaden, um im Early Game die Minions zu holen, oder dann aber zu viel Schaden, um mit einem Autotech die Zaubervasallen etc. zu töten. Man entscheidet sich auch für den Double Jungle ganz klassisch. Da ist Morgana halt wirklich effektiv, weil sie halt, wie du schon erwähnt hast, das Zaubervampir hat, kann da vielleicht auch mal den einen oder anderen Autotech der Jungle Creeps tanken und da den Javan unterstützen. Währenddessen sehen wir auf der anderen Seite ebenso. Hat aber aktuell nur ein Camp mitgenommen, der gute Youngbug. Der wahrscheinlich sogar sich fürs Q entschieden hier. In dem Fall, man will es ja Kuro bekommen. Knockup hat schon mal nicht gesessen. Jetzt die Frage. Man hat den Weg. Man hat wirklich den Weg genommen. Wow. Okay, aber Flash provoziert, also dass man jetzt sogar noch Flash provoziert hat, ist etwas sehr Starkes, aber stelle man sich vor, was die dunkle Bindung anhält. Ja, also Youngbug hatte da gerade gar keinen, einfach 20 Schaden mit dem Weg gemacht. Das war es dann auch. Ein bisschen irritierend, finde ich. Aber trotzdem effektiv, so wie man gesehen hat. Kein Flash auf Kuro ist natürlich gegen Javan extrem ungünstig. Aber er ist underleveled. Also Youngbug ist jetzt in der Mitte, ganz kurz, oder schaut zumindest zu, ist Level 2 geworden. Das heißt, dahingehend konnte schon mal aufhören, aber irgendwann sollte er seinen Platz in der Kluft finden. Ja. Maokai und Maokai auch in der Mitte. Drei Leute jetzt hier schon in der Midlane. Das ist ein bisschen irritierend. Nisbet hat seinen Stun. Das ist noch Level 1. Ja. Irritierend. Sehr, sehr irritierend, was Meteor Makers hier versucht. Werden sich auch dafür entscheiden, einfach nur zu warnen, in die Basis zu gehen. Maokai wird dann höchstwahrscheinlich das Teleport auf die Toplane wagen, denn da hat man jetzt seitens Kopman Wolves den Push gewagt. Konnte auch bereits die gesamte Wave in den Turm pushen. Also da will man normalerweise als Toplaner im Prinzip den Teleport genau zu dem Zeitpunkt, wo die Minions anfangen, Turmschaden zu kassieren, teleporten. Es sind noch einige da, aber er fordert nicht. Er hatte wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass Airwax und Youngbug auf dem Weg sind. Also hat hier richtig Level viel Farm verloren. Youngbug auch Level 2. Was aber daran liegt, dass Mistralis hier einfach super gut am Freezen ist. Währenddessen ist der Toplane-Turm halt schon sehr, sehr angeschlagen. Also das ist wirklich irritierend gewesen. Hat da einfach zu viel Angst vor dem Dive wahrscheinlich gehabt. Man sieht ja schon, wie langsam er ist. Der Turm ist fast tot. Ja, hat schon die Hälfte des Lebens verloren. Man kann halt froh sein, die Türme sind geschützt bis zur 7 Minuten, blocken da direkten Schaden ab. Das bedeutet, man kann den wirklich nicht man kann ihn halt nicht so schnell zersägen als AD Carry oder generell als Charakter, spielt gar keine Rolle. Naja, Nisbet immer noch Level 1, begegnet hier Level 3 Unlimited. Das ist halt so ein hätte sogar kurz eröffnen können, ne? Ja. Warum nicht? Wir sehen hier, der ADK macht so viel Schaden am Top-Laner, das ist wirklich ungewöhnlich. Ist halt auch bis jetzt nur mit dem Durans-Ring da ausgestattet. Zwar mehrfach als Youngbug, aber das ist wirklich ein etwas komisches Line-Up, beziehungsweise komische Events, die wir hier gerade sehen. Hoho währenddessen. Aber eine gute Idee, also will ich ja Soren unter Druck setzen, hat er kein Flash? Also er hat Flash, aber er hat keine Ultimate. Oh, er hat jetzt schon bereits den Knock-Up nicht mehr ausweichen können und der Kill geht dabei. Ganz wichtig vor allem an Corey. Ich denke, hier sind auch Pills wirklich überragend auf einen Jace aufgehoben. Wenn er seinen Power Spike früher bekommt, weil er ist nochmal ein Träne-Charakter, dann ist man gut dabei, weil Träne und dann Brutalisierer oder sowas, da ist er schon stark. Ja, man könnte jetzt sogar ganz aggressiv gehen und einfach direkt den Weg Richtung Brutalizer wagen. Da man dann einfach, ne, man macht es nicht, aber man hätte dann vielleicht dem Kassadin noch mehr zusetzen können, aber man will hier wirklich aufs Midgame dann setzen.
Der Vote scheint relativ eindeutig zu sein. 76% sagen, hier kommt man los, wird das Game für sich entscheiden. Bis jetzt sieht es ganz gut für Medium Maggots, auch wenn Nisbet hier wirklich sehr stark underlevelt ist. Und man entscheidet sich für das 2 gegen 2 mit dem Toplaner zusammen und dem Supporter. Corki wird das auf jeden Fall freuen. Corki auch ein AD-Carry, der sehr, sehr von Level profitiert. Also seine Spells sind ja mit seinen Hauptschaden. Mhm. Da wird er sich auf jeden Fall drüber freuen. Das ist, denke ich, auch okay, weil Maokai auch mit wenig Level effektiv ist. Seine Ultimate ist natürlich stark, was die Defensivwerte angeht. Auch der Grundschaden ist jetzt nicht niedrig, wenn er sehr, sehr viel Schaden erhalten hat. Aber seine CC-Comp ist komplett zur Verfügung. Und sie ist halt simpler und effektiver als die von Young Buck. Ja. Problem ist halt, dass Maokai nicht ganz so einfach einen Farm haben wird, aber bei Young Buck sieht das Ganze anders aus. Er hat zwar, nicht ganz anders aus, er hat zwar Autotags, die auf Range funktionieren, aber man sieht sie. Mr. Rad ist halt schadenstechnisch einfach so gut dabei, da muss Young Buck wirklich aufpassen. Mr. Rad ist auch schon Level 6, also wenn der AD Carry Level 6 ist und der eigene Toplaner Level 4, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Man sieht ja auch, er versucht wirklich so viel Minions wie möglich dem Young Buck dazu denyen. Deswegen hat er halt auch nur 18, das ist wirklich wenig nach 6 Minuten 30. Aber was anderes bleibt ihm gerade nicht übrig. Mit Lane wieder viel Aggression. Syrin tradet aber ganz gut, aber das war entscheidend, den zu dodgen, sonst wäre das wirklich nicht gut ausgegangen. Er hat auch er hat mit der Flask gestartet, aber konnte sich leider noch nicht den Katalysator holen. Das sind nochmal einiges an Leben, die er da pro Level Up weniger bekommt. Aber das Q hat ihm vor viel Schaden bewahrt. Man ist ja in der Lage, als Jace prozentualen Schaden mit dem Hammer anzurichten, die Gegner da beiseite zu stoßen. Und der wurde ganz gut kompensiert. Ja. Trotzdem, wenn der Schockblast nicht sitzt, für Cori ein Nachteil. Für Soren überlebenswichtig, um auf der Lane zu bleiben. Er hat nämlich noch keinen Katalysator. Das stimmt. Der Katalysator würde ihm da wirklich enorm helfen. Ab Level 6 sieht das Ganze etwas entspannter aus, zumindest was das Überleben betrifft. Farmtechnisch würde er da eigentlich trotzdem große Probleme haben. Was auch sehr irritierend ist, dass Syrin hier gegen einen Jace im Farm vorne ist. Das sollte eigentlich wirklich nie der Fall sein. Ein Melee, der nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat zu farmen gegen einen Range-Champion, der sogar das First Blood hat. Also da muss Cori sich ein bisschen mehr konzentrieren. Ist hier mit 43 Farm nach 37 auch nicht optimal dabei. Währenddessen Horo versucht hier was zu machen. Aber Syrin ist jetzt ist unmöglich. Also, was heißt hier unmöglich, sondern das ist problematisch. Mit dem PPE wird gerade getestet, ob auch ein Kase, der mit 400 Reichweite klarkommt. Oder 450. Hier aber aktuell noch mit dem normal hohen Wert ausgestattet, wo er wirklich Distanz locker zurücklegen kann. Das ist halt ärgerlich für einen Jungler, dass er jetzt die Entscheidung nicht mehr treffen kann, in die Mitte zu gehen. Das wird nichts, außer Kasedin macht einen offensiven Kluftgang. Ja. Da ist die Abklingzeit noch relativ hoch am Anfang. Aber man sieht schon, die Rotation von Kopenhagen, wo es völlig geduldlos, gehen jetzt alle in die Mitte. Oder auf jeden Fall einige. Ja. Aber man sieht halt wirklich die Probleme, die J-Row da hat zu Lasted mit dem Maokai. Young Buck jetzt hier knapp 10 Farmen bereits vorne. Das sah vor einer Minute noch ganz anders aus. Also hat er wirklich arge Probleme, gegen den Graves anzukommen. Syrin aber auch mit Superfischer. Muss hier aufpassen. Cori hat das Ignite. Also Q-Auto-Attack Ignite sollte da sogar ausreichen. Entscheidet sich jetzt hier auch richtigerweise in die Basis zu gehen. Nisbeth wieder am Roam, immer noch Level 4. Also sollte da demnächst wirklich mal versuchen, an das Level 6 zu kommen. Denn der Tibbers ist da nochmal ein riesiger Powerspike, den das mit da auf sich warten hat. Das ist immer so eine unschöne Position, wie halt Supporter nach einem Lane-Swap zu reagieren haben. Sie unterstützen Solo-Laner, sie bleiben teilweise bei den eigenen AD-Carries oder sie roamen. Und letzteres muss mit einem Kill belohnt werden oder du bist halt, wie halt hier in dem Fall, völlig underlevelt. Ja. Aber dieser J-Row, keine Chance da irgendwas zu machen. Eryx hat die Rotation auf die Top-Lane gewagt, man sichert sich jetzt den Turm. Währenddessen Horo mit der Antwort will den Drachen anfangen. Auch ja, Nisbet und Cori auf dem Weg, ihn da zu unterstützen. Der sollte ohne weiteres an Meteor Makers gehen. Haben nicht mal den aktuellen Timer, denn niemand auf der Karte ist momentan in Vision von den Kopenhagen Wolves. Lediglich Mr. Rades könnte da eventuell den Drachen preisgeben. Ist ja die Frage, ob man jetzt einen Kontrahenten angeklickt hat, weil der Buff erscheint dann ja in der Statusleiste. Genau. Da kann man den halt etwas manueller timen oder planen. Muss ja bedenken, das ist das Einzige, wofür der Chat verwendet wird, ist genau für solche Sachen. Ja, manchmal hat man den ein oder anderen Flame oder Troll noch im Chat, aber inzwischen sollte da auf jeden Fall hauptsächlich Uhrzeiten quasi im Chat integriert werden. Mr. Rades oder einfach nur ein Noob. Ja, einfach nur GG Noob. FF20. Der ist ja auch super. Oder einfach nur LOL. Kann man auch machen. Airwax schnappt sich 30 Gold via Pinkward. Das ist aber ein ganz schön tiefer Pinkward. Also es gibt ja so geheime Stellen, wo man sagt, da geht keiner lang. Ja. Aber aktuell sind die Gates Grund dafür, dass genau solche Stellen trotzdem abgelaufen werden. Ja, die Gates haben das so ein bisschen verändert, das Pinkward-Meter, könnte man fast sagen. Auf der Botlane hat Mr. Rades einige Probleme, denn Freeze hat bereits
BF und die Pickaxe. Das ist halt, wie schon erwähnt, gegen Sheen und Phage-Komponenten ein sehr guter Item-Build, beziehungsweise sehr, sehr viel Stärke. Natürlich hat man den Burst mit Nisbet. Wenn Nisbet jetzt Level 6 wäre, müsste Freeze wesentlich vorsichtiger spielen. Dadurch, dass er weiß, dass der Tibbers da noch nicht zur Verfügung ist, kann er hier aber ruhig in aller Seelenruhe farmen. Phoenix hat wenig Leben hoch. Oh, wow, das war ärgerlich. Ich hätte gedacht, er fängt den in der Luft ab. Ja, das wäre tödlich gewesen für Eryx. Hat zwar seinen Flash zur Verfügung, aber den will man halt für sowas eigentlich nicht verschwenden. Der Pinkwood hat auch überlebt, also die Vision bleibt erhalten für Meteor Makers. Aber ich denke, nach dem nächsten Back wird da Eryx erneut die Bewegung Richtung Pinkwood wagen, um den da endlich zu cleanen. Er steht da schon eine ganze Weile. Nisbet hier auch fleißig am Farm, immer noch Level 5. Also ja, es ist so ärgerlich. Also Arlindet aber auch. Ja. Also beide kommen nicht an ihre Ultimates ran, so bleibt auch die Spannung auf der Botlane auch wenn die Carries gerade so ein hohes Level haben. Cory, ja, der hat auf jeden Fall da gute Beinarbeit geleistet gerade. Der Oberschenkel hat auf jeden Fall einiges an Muskelmasse dazu gewonnen in den kurzen Momenten. Ja. Spieltechnisch aber äußerst verhalten. Wir sind so europäisch gewöhnt, keiner will hier Risiken eingehen, denn für Kommal Wurfs bedeutet der Sieg, aus dem Mittelfeld rauszukommen, beide nach oben zu steigen, weil nun mal mittlerweile alle so nah beieinander sind. Oh, Eryx ja auf dem Weg. Oh, Bakshot hat gut gesessen. Valkyrie und ja, das ist halt simpel. Ja. Also Eryx hätte auch flashen können, dann die Standard-Kombo plus Cataclysm, aber er hätte lediglich das Flash provoziert. Ja, und da sollte man sich gegen so einen sicheren AD-Carry, der auch ohne Flash eigentlich ohne Probleme da aggressiv spielen kann, eher aufsparen. Irritierend ist auf jeden Fall für Meteor Makers, dass Unlimited hier bereits seit Minuten mit dem Sidestone ausgestattet ist und ja, Nisbet eben nicht. Das heißt, Kopman muss hier mit etwas mehr Vision Control haben eben auch schon, haben interessanterweise nur zwei Red Sweeper, obwohl der Supporter von Meteor Maker keins hat. Also Toplane, Jungle und Midlane haben sich da bereits für den Red Sweeper auf Meteor Makers Seite entschieden, wohingegen Morgana und Kassadin noch auf ihren, ja, auf ihren Extra-Ward verharren. Ist auch momentan besser geworden, eventuell oh, sogar... Oh, Nisbet, du kassierst, das war's. Wow. Das kleine Kind hat es einfach nur komplett zerrissen. Das war... sowas mag ich persönlich, wenn einfach alles benutzt wird. Weil dann weiß ich ganz genau, der ist tot. Ja, aber es war halt komisch. Man hat gesehen, dass Shriek die Lane verlassen hat und in Richtung des Tribushes gegangen ist. Also man hätte da wirklich ahnen sollen eigentlich, dass da ein Ward platziert wurde. Gerade weil er halt, wie schon erwähnt, immer noch Level 5 ist, nicht mal seinen Flash benutzt hat. Ja, er war ein Plüschtier und ist sofort gestorben. Also ich meine, der alles abbekommt. Ja, also das ist natürlich unschön, so einfach einen Kill für den gegnerischen AD-Carry aufzugeben. Jaber währenddessen hier am Pinkward clearen. Also man versucht sich die Vision auf jeden Fall hochzuhalten. Jetzt haben wir 4 Sweeper auf Seiten von Meteor Makers und 2 auf Seiten von Kopman Wolves. Also. Ist auch Redless. Muss Vorsicht sein. Airwax hofft natürlich erstmal hier mit der Standarte herzukommen. Hat jetzt aber auch gleich das Flash provoziert. Man hätte das Cataclysm fast nachsetzen können. Aber man war nicht in der Reichweite seitens Freeze und dann in der Mitte da irgendwie zu folgen. Also da gut gemacht von Mr. Rales. Kommt da auf jeden Fall nochmal mit dem Flash davon. Kriegt jetzt hier einige Töte-Damage. Oh, Airwax kriegt aber viel Schaden. Nee, es ist halt ein Jarvan. Jarvan ist einfach so untanky zu Beginn. Ja. Wenn er hier nicht mit seinem Omen ausgestattet ist. Ich finde es interessant, was das Itembild von Youngbug angeht. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass er auch gerne den Stab der Zeitalter sucht. Dann hätten wir das 3-mal bereits hier im Spiel. Aber er geht wirklich auf das Stundenglas. Hat er null Respekt vor JWoww? Also, man muss ja bedenken, Katalysator hätte ihn einfach viel Leben gebracht in dem Moment. Was gut gegen Maokai in dem Sinne ist, weil er halt doch schon einiger Schaden rumkommt. Ja. Aber Stundenglas ist halt Core, muss man sagen. Das ist super wichtig, aber irritierendes Timing. Das ist auf jeden Fall. Also ich gehe auch davon aus, dass man sich dann komplett gegen den World of Ages entscheiden wird, weil jetzt zu dieser Zeit anfangen, den World of Ages zu bauen, macht halt wenig Sinn, weil er dann wirklich Jahre zum Stacken braucht. Ich glaube, man geht dann als nächstes entweder aufs Rabadons oder aber auf den Void Surf. Morellos wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wobei man bei Morgana die Cooldown Reduction eher im Hintergrund ist, weil man bekommt meistens eine Rotation raus und dann ist der Teamfight entweder vorbei oder man selbst ist tot. Also da macht halt so ein Morellos begrenzt Sinn. Es ist schon nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, keine Frage, weil man dann eventuell aus diesem Grund, also aus dieser extra Cooldown Reduction, vielleicht nochmal so ein zweites Black Shield rausdrücken kann oder so, was den Teamfight auch entscheiden kann. Aber diese erste Combo, das erste Black Shield, die erste Bindung zusammen mit der Ult ist halt entscheidender für Morgana. Ja, die muss da zwingend rauskommen. Eryx dabei, den Blue Buff hier zu zerschmettern. Und die Abgabe erfolgt für Youngbug. Ist sehr interessant. Soren möchte man da außen vor lassen. Ist auch kilometerweit entfernt. Ist da hier auf der Botlane beschäftigt. Also leichter Swap nur durchkommen, damit die beiden Duo-Laner sich der Türme entledigen können. Dafür ist ja der AD Carry da. Ja. Goldtechnisch sehen wir einen kleinen Vorteil für Kopman Wolves. Also 1400 Gold eben einfach durch den Farmvorteil, den sich
Freeze hier erarbeitet hat. Aber auch eben Toplane ganz, ganz leicht vorne. Aber ist wirklich vernachlässigbar noch. Horo währenddessen hier auf dem Weg zu Bot. Wird eventuell gespottet. Ne, wurde nicht, oder? Wurde gespottet? Bin mir nicht sicher. Es wurde gepinkt. Also ja. Soren weiß da Bescheid und ist halt mit dem Flash sehr sicher, weil Horos CC ist äußerst beschränkt. Also er kann halt Soren nicht mitten in der Luft abbrechen oder sowas, sondern er wird trotzdem mit dem Kluftgang sein Ziel erreichen. Aber eventuell der nächste Drache für Meteor Maker ist möglich. Also ihr bemerkt, dass es ein sehr, sehr langsames Spiel ist, dass wir wahrscheinlich auch bis zum vierten Drachen oder insgesamt 4, 5, 6 Drachen sehen werden, wenn das Spiel diesen Takt beibehält. Ja, das auf jeden Fall. Aber farmtechnisch sind halt alle bis jetzt ziemlich gut dabei. Toplane natürlich etwas weniger geschuldet wegen dem Lane-Swap. Midlane und AD-Carry natürlich. Da war sehr, sehr stark dabei. Mistral ist jetzt mit der Trinity Force ausgestattet, also könnte jetzt eventuell anfangen, vielleicht mal ein bisschen Aggression auszuüben. Und Aua. Wir sehen, Kobi macht auf jeden Fall auch schon richtig viel Schaden. Gerade an Airbags, der sich für den Sidestone entschieden hat. Genauso wie es Horo getan hat. Also beide Jungler werden hier noch mit sehr, sehr begrenzter Rüstung herumlaufen die nächsten paar Minuten. Man sieht ja schon, dass Unlimited immer wieder mit den Schilden dabei ist. Kurz die Bindung getroffen auf Kori, aber aktuell konsequenzfrei. Eieieiei, dass er da die Ultimate erst jetzt benutzt, ist fraglich. Hätte aber wahrscheinlich auch nicht ausgereicht. Er hatte zwar den Pot noch gehabt, das heißt, er konnte da um einiges nochmal healen, aber ich glaube nicht, dass das okay gereicht. Mr. Rell ist jetzt hier erwischt worden, Unlimited auch nochmal mit der Glitterlanze dabei. Trotz einem Support, wenn der Gegner wenig Magieresistenz hat, ist man auf dem Level noch gut dabei. Man sollte sich jetzt hier auf Meteor Makers Seite einfach für den Midlane-Push entscheiden, da dann vielleicht ein bisschen Damage oder sogar den ganzen Turm bekommen, weil Kori ist in der Base, 4 gegen 5 ist absolut nichts zu holen und Kopman Wills machen es richtig, sie rotieren hier schon in Richtung Midlane, Meteor Makers muss da auch einfach ablassen, bekommen also den Drachen, Kopman Wills natürlich. Das J-Wow, wurde hier getroffen, kriegt doch schon nicht guten tanken. Schaden, aber Freeze keine Ultimate, jetzt versuchen wir auf Unlimited zu gehen, der ist geschmolzen, guter Schaden hier von Kori, der kommt da wunderbar dazu, die Seenfest interessiert niemanden, er ist einfach durch das Ignite verbrannt. Gut für Meteor Makers, das Spiel nimmt dadurch auch einen Fahrt auf. Und das ist halt auch der große Vorteil an einem Chase, der radiert dir die Türme weg. Ne? Er macht dann mit dem Hypercharge super viel Bonusschaden insgesamt und kann ihn da gut mitnehmen, egal in welcher Form er sich da befindet. Geht hier ganz schön nah mit dem Hammer ran, jetzt will man die Airbags erwischen, der kriegt auch guten Schaden insgesamt und das war's. Horo Flash da drunter und gräbt ihm die Füße weg. Man hat jetzt aber quasi den Kill für den Turm geopfert. Also ich glaube, man wäre in der Lage gewesen, da wäre J-Wow da gewesen, hätte Kori sich weiterhin in der Range-Turm befunden, dann hätte man, glaube ich, den Turm abholen können. Also fragliche Entscheidung, gerade wenn man so viele Flashes hier verwendet hat. Dafür bekommt man allerdings den Red Buff seitens Meteor Makers. Und Kori steht super gut da. Als Chase willst du die Kills haben, weil du hast dann halt Optionen. Du bist dann in der Lage, wunderbar zu poken, sich aber im Chase auch im Nahkampf zu stellen. Grenzt dann Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie viel Kills er hat. Also J-Wow seine Aufgabe erfüllt, wagt sogar die Öffnung auf Unlimited, der selber ulten muss und halt, also der ist halt geschmolzen, wie eigentlich das gesamte Team. Auch Soren hat sich ja wegbewegen und Airwax, er kann dann nur nebenher laufen, er kann nur zuschauen. Vor allem wirklich überhaupt nicht mehr reingehen. Und das war halt wirklich schön gemacht, dass man da den Counter-Engage einfach wagt. Youngwag benutzt auch das Sonja sehr, sehr spät. Wie schon erwähnt, wenn man aus dem Sonja raus ist, dann ist man entweder tot oder der Teamfight ist gewonnen. Was anderes gibt es da nicht wirklich. Wenn das dann geht er wieder in Richtung Bot, dann wird sich hier nochmal ein paar CS schnappen. Wobei mit Morgana, das hat immer unschön, mit seinem Tower zu farmen. Kriegt aber, wie es aussieht, so ziemlich... Das war Maxim-Q. Nur ein bisschen knapp. Aber ich stimme dir vollkommen zu und am Turm ist es wirklich mit ihr nicht einfach. Aber jetzt hat es ausgepusht und Youngbug wird in der Lage sein, da trotzdem gute Arbeit zu leisten. Meteor Makers aber Momentum nun auf ihrer Seite. Definitiv. Sie haben die Komposition, die sich auch in der Führung wunderbar wohlfühlt. Und ganz auch wichtig für die Grundregel, sie bringen alles mit. Sie haben den Tank, sie haben den Off-Tank mit Horo, sie haben Poke. Fehlt halt vielleicht ein kleines bisschen an dem Vermögen, einen Kampf auszubremsen. Wollen sie aber, denke ich, auch gar nicht. Also wenn jemand zu nahe kommt, tipp aus. Ja. Man hat halt auch relativ sichere Champions da im Sinne von Wexel kann raus, Corki kann raus, Maokai ist super tanky, Jace ist da auch relativ sicher mit der Reichweite. Was ich ein bisschen komisch finde, hier. Oh Gott, da sieht man das Nahkampfvermögen von Kori. Wird muss aber aufpassen. Na, die nächste Rotation überlebt er nicht, aber... Da fehlt das Morgados. Man muss dazu sagen, was halt ärgerlich war, ist, dass Morgana die Pfütze sehr spät gefühlt runtergesetzt hat. Ich hätte es jetzt eher erwartet. Ja, hätte dann eventuell nochmal einiges mehr an Schaden ausgemacht. Aber der Fakt ist halt einfach, Ignite ist für Youngbug einfach nicht da, weil er Teleport hat. Sonst hätte er da noch wesentlich... mehr Aggression, vielleicht sich sogar den Kill holen können. Allerdings hat Kori eben auch den Flash zur Verfügung, hatte sein Ignite selbst auf Cooldown, also wollte dann nochmal
vorbeigucken, schauen, wie so die Stärke von Young Mok aussieht. Jetzt wird er auf jeden Fall einiges mehr an Respekt haben. Hat jetzt auch den letzten Atemzug zur Verfügung nach dem Besuch in der Base. Also Rüstung würde er mit dem Brutalisierer auch wunderbar durchdringen können. Muss ja bedenken, es wird ja zuerst prozentual durchdrungen und danach feste Werte. Das hat man ja vor langer, langer Zeit geändert. Ja. Und das kommt eben halt sehr entgegen, denn der absolute Schaden ist dann an einigen Stellen teilweise garantiert. Oh, 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 das ist das Schmettern. Oh, 50 Leben zu früh eingesetzt. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich nichts Entscheidendes, aber unschön ist es trotzdem. Der Turm geht definitiv an die Meteor Makers. Kommt man groß, macht da gar keine Anstände. Auf der Midlane wird gepingt und der Teleport kommt raus. Man kann ihn sogar halten. Wow, das ist wirklich viel Schaden, den Freezer kassiert hat. Fast Hälfte Leben von einem Coup. Das ist brutal. Hat aber, wie gesagt, die nötigen Gegenstände dazu. Das ist jetzt eigentlich nicht verwunderlich. Die Frage ist jetzt halt, ist Meteor Makers in der Lage, den Feed, den Kori aufweisen kann, auszunutzen? Sie belagern jetzt, finde ich, die richtige Entscheidung. Ja. Aber sind hier noch nicht alle da. Und man sieht auch die Rotation von Young Buck. Er will da von der Seite dazustoßen. Hat jetzt auch Level 11, das heißt, die Ultimate ist auch um einiges stärker. Das stimmt. Man hat aber Meteor Makers Teamkomposition bis jetzt auch relativ gut ausgenutzt. Also man hat dieses Catch-Potenzial mit dem Maokai, mit der Annie, aber auch den Poke. Also es scheint relativ ausgeglichen zu sein. Aua. Das tut wirklich enorm weh. Da muss man wirklich aufpassen. Zum Glück trifft er bis jetzt immer nur ein Ziel. Man hat ja auch die Möglichkeit, mit dem Kuh einfach das gesamte Team zu treffen. Dann tut das nochmal seitens Kommangos einiges mehr weh. Was mich jetzt auf jeden Fall interessiert, ist, welches Item Young Mok sich als nächstes holen wird. Da ist halt die Möglichkeit zwischen Voidstaff, Rabadons, Morellos, das ist alles da. Höllenzepter wäre vielleicht auch drin. Ist ja eben eine Doppel-AP-Kombination. An der Mitte zwar auch AP, aber Lulus Schaden geht schon im Verlauf des Spiels stark zurück. Das heißt, die Frage gespannt. Ist aber, wie viel Magierresistenz möchte er sich leisten, ja, wenn Maokai eigentlich beschränkten Schaden das macht. Stimmt. Kori auch nur teilweise in der Hammerform. Und Kori wird später nicht mehr in der Hammerform sein. Nee, das auf macht keinen halt Fall keinen Sinn. Höchstens eben einfach im 1-1 zum vielleicht Aufräumen oder im 1 gegen 1, das stimmt. Deswegen wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, einfach auf den puren Schaden zu gehen. Vor allem... Ah! Hälfte Leben verloren! Wow. Das ist nicht schön. Nee. Muss natürlich bedenken, Jace wurde vor einer langen Zeit auch mal genervt. Also der Q hat wesentlich mehr Cooldown. Beziehungsweise der E was? Der E oder der Q, bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden. Also für diese EQ-Kombo hat wesentlich mehr Cooldown als zuvor. Das heißt, den Schaden, den man da sieht, den konnte man früher noch mal viel früher raus. Zum Teleport kommt Teleport jetzt hier von Young Buck. Anzuschleichen. Young Buck hat Flash zur Verfügung. Sorin ja schon ganz schön tief drinne. Dunkle Bindung sitzt auf Jawa und Horo kommt dann nicht mehr weg. Sorin da gut gejagt. Jawa immer noch viel, viel Leben verloren. Versucht da irgendwie davon so die Seelenfesseln in Sitzen. Aber schön der bleibt gemacht. Perfekt in Reichweite für beide. Holt den Kill und die Betäubung. Schöne Aktion von König Kopfmann Wurfs, um nochmal zurückzukommen. Und der Teleport von Young Buck hat sich mehr als gelohnt. Ja, wir haben es ja immer angesprochen. Young Buck so ein bisschen der Teleport-Gott quasi in EU. Also hier wirklich wunderschön gemacht. Man hat da einfach die Aggression gewagt. Meteor Makers dachte sich wahrscheinlich, warum engagen jetzt? Gehen wir einfach mal rein, gewinnen wir den Teamfight schnell. Ja, Young Buck hat den Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. War jetzt hier auf jeden Fall ziemlich effektiv. Wir sehen es hier nochmal. Teleport kommt. Man hat keine Vision, scheint es auch nicht zu sehen. Kori wird hier relativ gut weggezoned, macht bis jetzt gar nichts, greift lediglich Unlimited an, flasht sogar für Unlimited, bekommt die dann nicht, also ist wirklich absolut kein Faktor in dem Teamfight und dann ist es halt einfach zu spät. J-Wow hier, wir sehen es aber, Young Buck, Max Strange, richtig schön gemacht. Aber man muss wirklich Kori kritisieren, hat halt einfach versucht den Supporter zu chasen, Flash benutzt, den trotzdem nicht bekommen und seinem Team da absolut nicht geholfen. Unlimited hat zwar auch seinen Flash verbraucht, aber seine Ultimate kompensiert trotzdem viel Schaden. Ja. Auf Level 10... Na, das war ja noch auf erster Stufe. Ist ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, der Power Spike kommt ja bei allen Champions auch auf Level 11. Trotzdem. Das, man muss halt die Entscheidung teilweise in Sekunden von Bruchteilen treffen und hätte sich wahrscheinlich gefreut. Alles klar, ich nehme jetzt den Supporter schnell raus. Aber wenn die eigenen Leute so hart bedroht werden, weil der Schockblast in den Kataklysmen, der hätte ja auch brutal wehgetan. Ja, vor allem, weil halt wirklich alle, wie du schon erwähnt, so geklumpt waren. Also hätten wir wahrscheinlich zwei oder drei Ziele treffen können. Und natürlich, Lulu rauszunehmen ist schön, aber Lulu war im Prinzip nicht im Teamfeld voran und Kori ebenso nicht. Und das ist halt kein gleicher Abtausch. Da hat Kopfmann auf jeden Fall relativ profitiert von. Oh, Mr. Redis kommt noch gut raus. Aber Freeze, meine Güte, der kommt hier auf jeden Fall mit dem, ja, Graves noch nicht so richtig ins Spiel. Er hat jetzt hier im letzten Fall die Tür schon aufräumen können. Ja. Das erwartet man auch ein Stück weit. Aber hier aktuell noch relativ verhalten. Entscheidet sich auch als zweites, beziehungsweise ja, drittes, zweites Item, je nachdem, für den Blutdüsser, wie es aussieht. Also
beendet da seinen Jumus überhaupt nicht, will lediglich auf den Burst-Charn vom Brutalizer beruhen, geht auch überhaupt nicht auf Attack-Speed, also mit dem BT wird er natürlich viel, viel besser gegen den Poke von Cory klarkommen. Zum einen das Schild wird sehr, sehr viel abblocken, zum anderen aber auch der Lifesteal ermöglicht es ihn, wenn er dann mal den einen oder anderen Schadenspunkt kassiert hat, sich da wieder ein bisschen hochzuheilen, also keine schlechte Entscheidung, wird natürlich im 1 gegen 1 und Auto-Attack-Technik dann ein bisschen schlechter aussehen. Interessant ist auch, dass Mistralis in der 25. Minute noch überhaupt keine Schuhe hat, also gar keine. Wozu, wenn man einen Propeller hat? Ja, wo soll denn die Schuhe hin? Ja, das stimmt wohl. Corki, es wird ja auch spekuliert, ob Corki überhaupt Füße hat. Ja, ist ja ein Kriegsveteran. Ja. Soren macht hier auf jeden Fall alles richtig mit dem Force Bolts. Airwax trifft ja aktuell nur Corki. Die Frage, kann man ihn überlebt nehmen? Aber. Überlebt immer noch. Da ist hier Soren zwar noch drin, der Force Bolts hat nicht ganz gesessen, aber die haben wir vor. Naja, springen wir wegen der eigenen Tonart. Schöne Ulti von Youngbug. Kann hier auf jeden Fall Mr. Rallis noch treffen, das ist doch wichtig. Und Soren, der räumt hier auf, macht das wunderbar. Diesmal zack, nochmal mit dem Laserhieb. Nimmt ihn da wunderbar mit. Einziger Überlebender hier, Horo, mit viel Leben. Der Rest wurde einfach nur ausgelöscht. Und das ist halt die Stärke, warum auch Kasadin so oft gebannt wird. Er geht rein, konsequent, zwei Force Bolts ist draußen, die verlangsamen, diese paar Sekunden, die verlangsamen wurde ja gebufft, ne? Das ist halt ultra stark, nur halt nicht so lang. Und Airwax, wieder rein, Kataklysm auf Cory, harter Fokus, es ist der gefiedeste von allen, kein Nutzen im Fight gehabt. Auf jeden Fall. Wir sehen es hier nochmal sehr, sehr viel Schaden an Cory. Die stehen. Irritierend aber, dass er hier dieses Kataklysm-Ding sogar überlebt, also mit ganz wenig Leben. Soren muss dann richtigerweise in Sonyas gehen, kann dann einfach mit dem Riftwalk, mit dem Flash-Riftwalk hinterherkommen, schön gemacht. Und die Ult von Youngbug war wirklich ziemlich schön. Zone komplett. Das Team von Meteor Makers, Mistralis muss da raus, wurde sogar noch gestunt. Nisbet dann natürlich mit keinem Flash mehr. Und schön gespielt von Kopmangul. Aber hier auch interessant, sie haben Cory bedroht gesehen, dass er von Soren halt nochmal nach dem Stundenglas ebenfalls ja noch weiter mit dem Kluftgang behakt wurde. Und Meteor Makers ist zurückgegangen. Sie haben Kopenhagen Wolves nah an sich dran gehabt, was bei diesen Spielern, bei diesen Charakteren sehr wichtig ist. Ja. Und haben sich dann zurückgezogen. Dadurch die Kontrolle über den Tribers verloren. Du hast nichts mehr gesehen. Das stimmt. Teilweise. Hat auch kein Wort da drin. Und alle von Kopenhagen Wolves waren halb tot, konnten aber weiterhin Schaden rausbringen. Es war wirklich eine unangenehme Situation. Wow, Airwax, komplette Geduld verloren. Jaywar hält natürlich einiges stand, muss natürlich immer wieder Auto-Attacks ausdrücken. Könnte ihm jetzt entgegenkommen, aber es sieht sehr, sehr schwierig aus. Das QSA war auf jeden Fall nochmal den Re-Engage. Jaywar natürlich immer noch mit den Auto-Attacks in der Lage, sich gegenzuhalten. Airwax viel Leben verloren. Jetzt kommt Mr. Rallis, schön gemacht hier mit der Phosphor-Bombe. Teleport ist sehr, sehr gefährlich. Mr. Rallis ein Blüschchen wird mitgenommen. Und die Ult schon wieder so stark von Youngbug. Youngbug, drei Leute betäubt. Nimmt sogar noch einen mit und das war schon wieder ein brutal erfolgreicher Teamfight. War Cory währenddessen in der Midlane am Farmen. Na gut, er hat ja nicht gedacht, dass Jaywar überlebt ohnehin nicht. Ja. Und manchmal ist Helfen eine Katastrophe. Man hätte hier wirklich Jaywar einfach sterben lassen sollen. So hat man 4-1 getradet und. Weil er hat ja so lange überlebt, man hätte den Turm oder sowas wenigstens noch angreifen können. Ja, auf jeden Fall. Hat aber da nicht ganz funktioniert. Also kommt man wohl jetzt hier richtig gut im Spiel. Sind jetzt 3000 Gold vorne. Der Vorteil, den Meteor Makers sich erarbeitet hatte, ist absolut weg. Keine Frage. Und Youngbug hat sich doch für das Höllentipp entschieden. Wir sehen es hier nochmal. Jaywar überlebt, bekommt halt sehr, sehr viele Procs von seinem Passive auch. Die Passive ist halt überragend. Wie viel Leben der zack jedes Mal wieder herrscht. Und eigentlich dahingehend alles richtig. Kriegt halt. Wir sehen es, Cory ist auf der Botlane. Ja, und ist dann aber zurückgegangen, hat kein Teleport. Wissen Sie, wie wichtig das Teleport auch von Youngbug hier war? Mr. Race natürlich im Plüschtier-Modus überhaupt keine Chance gehabt und da. Einfach mal die Seelenfesseln des Todes. Den Kampf hätte man einfach nicht wagen dürfen. Gegnerischer Toplaner mit Teleport ist auf der Botlane, gegnerisch eigener Midlaner ohne Teleport ist auf der Botlane. Das ist klar, dass man so einen Kampf auf Dauer nicht gewinnen kann. Trotzdem hat man ihn hier eingegangen. Man hätte wirklich Jaywar da einfach ins Gras beißen lassen sollen. Jetzt sind 4 Kills draufgegangen. Der Drache wird. Panik. Jetzt gegen eine gefeedete Morgana mit dem Höllenzepter, was super gut in das gesamte Team reinpasst. Und er hat noch Flash. Er musste in dem letzten Fight nicht die Flash-Ult-Version machen. Ja. Flash-Ult-Stundenglas, mach's gut. Das stimmt. Der Drache wird hier auf jeden Fall nochmal heftig umkämpft. Sören wird dessen auf der Botlane am Pushen. Aber Meteor Makers, die können hier nicht anfangen. Die haben da einfach zu viel Respekt vor Sören, aber auch Respekt vor keinen Schaden. Ja. Ist da wirklich sehr, sehr tanky. Er hat auch bald das Rabadon zur Verfügung aufgrund des 5-1-Standes. Und sehr gut im Farm. Mehr Farm als Jace, als Kassadin. Das ist nämlich ungewöhnlich. Aua. Ah, Youngbug steht hier nicht gerade günstig. Kommt jetzt auch nicht in die Situation, seinen Zauber mit P1 setzen. Das ist halt, was Meteor Makers noch entgegenkommt, dass sie mit Corki und Jace einen guten Poke haben. Und wenn sie dazu kommen,
können sie Erfolge verzeichnen. Holen jetzt hier ihren zweiten Drachen, das ist schon mal nicht schlecht. Das auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen interessant, dass Kotmamulzu wirklich von dem zweiten Drachen abgelassen hat. Grund dafür halt höchstwahrscheinlich einfach der Poke von Kori. Man sagt hier, okay, Youngmak ist auf Hälfte Leben. Zweiter Drache ist nicht so wichtig, wir sind vorne im Spiel, wir müssen hier nichts riskieren. Lassen wir den einfach den Drachen. Das ist auf jeden Fall die sichere Variante. Und man will hier einfach dann jetzt wahrscheinlich inzwischen ein bisschen Baron-Kontrolle sich in Zukunft sichern. Man hat halt nicht die beste Kombination. Also Morgana ist kein Champion, der viel Schaden am Baron anrichtet. Kassadin ist okay. Grave ist natürlich gut, aber da sollte man wirklich versuchen, erstmal ein paar Kills zum Gegnerteam zu setzen, bevor man sich in Richtung Drachen bewegt. Ja. Gott, hier nochmal ausgenutzt. Kori, das direkte 1 gegen 1 gegen Soren. Jetzt wird es halt gar nichts mehr. Hat halt kein Lifesteal oder sowas. Macht zwar noch guten Schaden. Hypercharge! Wow! Reicht aus! Oh, bitter! Soren fasst sich da auch an den Kopf. Gemacht. Ja. Warum nicht das Stunden? Nee, doch, er hat es ein bisschen zu früh gemacht wahrscheinlich. Hat sich da auch gerade geärgert. Also hat auf jeden Fall ziemlich stark. Und er hat noch Ignite. Das sollte halt nicht passieren. Wenn man 5-1 steht, dann sollte man gegen den gegnerischen Mittelländer nicht verlieren. Vor allem, weil er halt auch im Prinzip alle Möglichkeiten hat. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Schauen wir, was macht er falsch? Die erste Ult trifft nicht. Ja, er kriegt halt die Kombo durch und Kori überlebt das halt. Und jetzt kommt er halt über die Auto-Attacks. Zack, Hypercharge aktiviert. Zack, zack, zack. Da kriegt er einen Schaden des Todes. Flash. Hätte er auch einfach nach unten flashen müssen eigentlich. Dann wäre der Auto-Attack nicht mehr durchgekommen. Also Kori aber allerdings auch mit Flash. Also Kori hätte da auf jeden Fall den Kill setzen können. Das war unangenehm von Soren. Ich bin mir nicht sicher, ob... Es sah ganz danach aus, als ob Kori mit seinem Wegschubsen den Schaden von Sorens Ultimate abgebrochen hat. Das hat ihn auf jeden Fall umgebracht. Nee, Kluftgang wird nicht abgebrochen. Was sah irritierend aus, hat wenig Schaden dabei bekommen. Trotzdem, sowas sollte auf keinen Fall passieren, wenn man der Midlaner ist, der hier mit wesentlich besseren Stats und viel mehr Gold eigentlich ausgestattet ist. Ja, wobei so Kori nicht wenig hatte. Ja, das stimmt. Aber hat jetzt hier auch den Shutdown bekommen. Ja. Also 1000 Gold mindestens hier jetzt. Also der absolute Hoffnungsschimmer für Meteor Makers und sie müssen... ihn an Leben erhalten. Ja. Das ist wichtig. Wenn sollte eine zu brutale Eröffnung von Kopenhagen Wolves kommen, ohne dass Meteor Makers vorher stark gepokt hat, wird es eklig. Youngmak hat immer noch Ult. Sieht doch ganz danach aus, als ob er jetzt hier als viertes Item auf das Infinity Edge gehen wird. Also will hier wirklich komplett brutalen Schaden raus haben. Wir sehen es, der Kuh macht immer noch ein Viertel Schaden von Youngmak. Das ist wirklich immer noch ziemlich viel. Der heilt sich natürlich ziemlich schnell wieder hoch dank seiner Passive und seiner moderaten Menge an AP. Aber Meteor Makers, die... kämpfen auf jeden Fall zurück. Soren jetzt hier aggressiv, trifft den Slow, Hogu aber ziemlich tanky, hat auch schon die Geistersicht eben dabei und Soren noch nicht mit dem Voice Staff ausgestattet, wird also nochmal einiges an Zeit brauchen, bis er da J-Wow und Hogu wirklich sehr, sehr viel Schaden reindrücken kann. Ja. Aber der Lernstab, wie gesagt, ein sehr, sehr günstiger Gegenstand, den wird er in geraumer Zeit sich erwirtschaften können. Auch Youngmak, denke ich, auf dem Weg zu diesem Gegenstand. Die Todeshaube lässt man erstmal außen vor. Ist dann natürlich der kolossale Power Spike im Late Game, wenn er diesen Item, wenn er dieses Item dann früher oder später bekommt. Nun aber holt er einfach alles über den Grundschaden durch Dringung ausbedingen. Morganas Grundschaden ist halt ultra hoch, wenn sie mit der Ultimate beide Instanzen trifft. Und das halt in der Fläche. Das stimmt. Problematisch für Meteor Makers ist leicht, dass der AD Carry Farm halt wirklich sehr, sehr einseitig ist. Freeze hier mit fast 60 Farben mehr dabei. Das zeichnet sich dann auch in den Items aus. Er bereits mit seinen 3 Core-Items ausgestattet währenddessen. Na, jetzt hat er es auch vollendet, also Mr. Radish jetzt mit dem Last Whisper dabei. Ist natürlich unschön, dass er hier das Infinity Edge bereits, oder beziehungsweise noch nicht zur Verfügung hat. Das ist aber keine schlechte Entscheidung. Wir sehen halt doppeltes Sonias und Randlöns bereits auf Airwax vollendet, also da kann man sich auf jeden Fall für entscheiden. Gerade weil er eben auf die BT-Variante gegangen ist, wo halt einfach die Auto-Tags naja, nicht unwichtig sind, aber nicht ganz so entscheidend. Und das Last Whisper synergiert halt sehr, sehr gut mit Cocky's E. Schon ein offensives Verhalten von Kopenhagen. Wolf, Youngmak hier mit dem Teleport dabei. Trifft hier 3 Leute erstmal, die versuchen da wegzukommen. Stundenglas aber etwas früh gezündet. Egal, Kori ist gefallen. Nispel wird ebenfalls gut auseinandergenommen. Soren auf der Jagd. Muss mal das Stundenglas zünden. Kriegt hier wirklich sehr, sehr viel Schaden. Jetzt aktiviert das. J-Wow nebenbei noch mitgenommen. Mr. Rallis im Plüschmodus. Kriegt den Crit. Oh, Freeze aber unterm Tower betäubt. Aber wow, der ist aber tanky. Kann er nochmal gegenheilen? Und dann musst du noch nicht mal gegenheilen. Da kann man einfach nur das Leben einfach direkt aus dem Himmel. Buckshot einfach mit dem Flash kombiniert, aber leider ohne Erfolg. Schöne Bindung hier, Horo, aber fast unsterblich. Da hat ihn der Smite das Leben gerechnet. Er hat gerade Graves gesmited und dadurch 20% weniger Schaden von dem Crit bekommen. Das hätte auf jeden Fall den Tod da bedeutet. Also richtig schön gemacht von Horo. Nichtsdestotrotz, man kann sich den Turm sichern, den Teamfight
nur in Anführungszeichen 2-1 gewinnen, aber da ist auf jeden Fall einiges schiefgegangen. Auch die Ultimate von Youngboy hat diesmal nicht gut gesessen. Man trifft zwar drei Leute. Die gehen halt alle raus. Ja, aber der Sonja war eventuell ein bisschen zu früh. Hatte hier überhaupt keine Angst eigentlich oder hätte keine Angst haben müssen. Richtig, und das wird halt für ihn sehr, sehr konsequenzreich. Also er konnte jetzt doch hinstehen, mit den dunklen Bindungen arbeiten, aber es war halt doch schon teilweise sehr, sehr ungünstig. Vor allen Dingen der Mut von Freeze. Also hier gut gemacht, klar, Schaden. Überlebt die Situation auch wunderbar. Und jetzt halt die Probleme. Okay. Zeigen Schaden. Sie nicht. Also das war wirklich Flash-Bugshot. Das ist halt auf mittlerer Reichweite kein Schaden. Das ist halt wirklich wenig. Da ist der Auto-Attack gerade mit dem Crit um einiges. Wobei Misterales mit dem Flash antworten musste. Also er musste da im Prinzip ebenfalls wegflashen. Der Schaden hätte mit einem Crit auf jeden Fall ausgereicht. Jetzt auch das Last Whisper auf Seiten von Freeze vollendet. Also ein ganzes Item mehr. Und langsam macht Svenskeren auch, Svenskeren sag ich, Syre natürlich, auch einiges an Schaden, weil Misterales halt nicht mit viel Magieresistenz gesegnet ist. Die haben auch noch keinen Locket oder ähnliches. Lisbeth geht da wirklich auf die Eröffnungsvariante mit dem Medaillon. Sind natürlich in der Lage, sich selbst positiv als auch negativ zu beschleunigen, aber Schaden kompensiert es definitiv nicht. Und das fehlt den weichen Leuten. Also ich hätte auch gedacht, dass Cory sich wenigstens einen Hextringer dazwischen packt. Das ist halt so kosteneffizient. Ja. Man stellt sich aber wirklich komplett dagegen. Also Infinity Edge sollte jetzt auch bald einfach vollendet sein. Wobei man halt sagen muss, er wird im Teamfight nicht allzu viele Autotakes durchbekommen. Natürlich Airwax derjenige, der wahrscheinlich das Frontline-Ziel da bildet, aber er auch schon mit dem Dornpanzer ausgestattet und eben kein Live-Seal für Cory. Also der wird sich da selbst auf jeden Fall ordentlich wehtun mit den Crits. Und ansonsten, Youngmark wird in Sonias gehen nicht angreifbar sein, Syren ebenfalls und Freeze und Unlimited stehen halt hinten. Also ich weiß nicht, ob Infinity Edge da wirklich die beste Entscheidung. Ist natürlich für einen 1 gegen 1 Kampf richtig, ja, richtig gut. Es ist kolossal schmerzhaft, wenn Hypercharge mit Crits, mit Hypercharge mit Infinity Crits, ja, da kriegst du pro Auto-Attacks durch die Rüstung schon durch 500 Schaden. Ja. Und das ist absolut unerträglich. Aber Cory muss zu der Situation kommen. Aktuell wird er halt brutal abgerippt, denn es gibt immer noch nicht das Stundenglas für AD Carries. Leider. Oder bei ihm. Oder zum Glück. Ja. Stell dir mal vor, du kriegst wirklich 120 Schaden, die Stundenglas quasi EP gibt. Für das gleiche Gold. Für das gleiche Gold wäre das absolut imbalanced. Ich find's okay. Aber Meteor Makers, immer wieder mit dem Shockblast dabei, Unlimited, die Hälfte des Lebens verloren. Youngbug hier mittendrin. Kann er die Seelenfesseln auspacken? Und mit dem Stundenglas kommen wir wieder. Cory getroffen, er fällt. Schöner Schaden aber nochmal, den Meteor Makers auf der anderen Seite ebenfalls rausdrücken kann. Yeezbett immer wieder mit den Betäubungen. Mr. Rallis, Mr. Crit macht das hier wunderbar, hier mit seinem Trinity vor Soren einmal kurz betäubt, das war's. Wow. Und den Fight haben sie brutal verloren, obwohl Youngbug hier sich größte Mühe gegeben hat, das zu eröffnen. Man kommt aber aus den Seelenfesseln aktuell sehr gut raus. Ja, und Freestorm mit gutem Positioning, also ist hier mit vollem HP aus dem Kampf rausgegangen, aber es hat einfach nicht gereicht. Der Teamkampf war anfangs eigentlich gut für Command Wolves, Cory da sehr, sehr schnell rausgefokust worden, aber jetzt Command Wolves will hier nochmal mit Freeze versuchen, ein bisschen den Baron zu stören, aber wenn da jetzt ein Bindinger bzw. ein Snare von J-Row sitzt, dann ist Freeze auf jeden Fall tot. Nisbet auch mit dem Stunner, aber man muss aufpassen, Horo hier sehr, sehr niedrig und Nisbet hat Freeze noch vielleicht zur Verfügung. Gott. Jetzt ist er leicht im Bogen, wie Schaden darüber kommt. Nisbet schnappt dich da aber witzigerweise mit dem Bading-Kill. Aber das war ultra naiv. Also Freeze, klar, Kohle ohne Ende, Schaden ohne Ende, aber er hält ja wirklich nichts aus. J-Row muss ihn nur einmal fokussieren und Mr. Rallis, der hat halt die aggressivste Variante gewählt und du kommst gegen diese Trinity-Procs nicht mal ansatzweise an. Nee. Nicht als einzelnes Tier. Man sieht es hier an sich. Youngmark halt auf Hälfte Leben vorher schon. Schönes Q einfach, um den Knockup dazu verhindern. Aber Youngmark muss halt ulten, weil er so wenig Leben hat. Sonja ist dann auch wieder sofort niemand, beziehungsweise nur einer wird da gestunt. Cory natürlich sofort rausgefokust von. Aber Mr. Rallis, Freeze, der macht, was er will. Ja. Der macht, was er will. Und Freeze auch am Auto-Tacken. Aber jetzt hier hat er einfach zu viel Angst. Kann sich da, traut sich da nicht mehr rein, hat Angst vor Nisbet auch gehabt, obwohl er keinen Stun zur Verfügung hatte. Und ja, das war dann auch etwas zu riskant, da einfach nochmal zum Baron zu gehen. Ist natürlich ein netter Versuch, eventuell ein bisschen Angst nochmal einjagen, aber Meteor Makers da absolut kalkuliert wussten, okay, wenn der zu nah rankommt, dann kommt J-Row da mit dem W locker flockig an ihn ran. Wir holen ihn ab und holen uns dann anschließend den Baron. Und jetzt ist halt wieder alles offen. Das Gold ist wieder absolut ausgeglichen. Baron auf Seiten von Meteor Makers, 3-1, 3-2 Drachen für Command Wolves. Und 40. Minute und wir können hier absolut noch keinen Favoriten ausmachen. Der Baron-Buff ist aber natürlich ein Mittel, wo jetzt Meteor Makers in der Lage ist, endlich zu belagern. Ja. Das heißt, hier wird ein Schockblast nach dem anderen sitzen, die Raketen auch nicht gerade mit wenig Schmerzen versehen. Man sieht ja die Kombination aus der Schärpe, um sicher zu sein, aber auch dem BF, um nochmal mehr mit den Raketen reinzuhauen. Und
an J-Wow kommt jetzt auch niemand vorbei. Jedes Q wird da reindonnern. Und er hat sich ja natürlich extra hier noch mit dem Trinket noch ein Stück weit größer gemacht. Ja. Freeze hat sich jetzt auch für die QSS entschieden, will er also dem Snare und dem Stun etc. ein bisschen besser entgegenwirken kommen. Heißt aber, dass er hier ein bisschen auf Schaden verzichtet. Währenddessen baut Mysterales auf sein letztes Item. Das heißt halt, wir haben jetzt im Prinzip schon den maximalen Schaden, den Freeze jemals in diesem Spiel machen wird, gesehen. Und Mysterales, der eben absolut zerstört hat, ist noch ein gesamtes Item von seinem End-Item-Bild entfernt gewesen. Das wird halt einfach nur noch brutaler. Wenn man sich zu so einem späten Zeitpunkt empfiehlt, jetzt schuld, dann verdoppelt das den Schaden fast nochmal komplett. No. Gerade mit den Trinity Force Crits, die ja ein Bonus sind. Davon ist er nicht abhängig. Oh Gott, Gisbet! Er wurde da noch mit dem Kollateralschaden mitgenommen. Sorin hier MVP in seinem Team zumindest. Airwix hier viele Leute eingesperrt. Kori kann da wenig machen. Flasher da vorne kommt nochmal den Bugshot weg. Aber Mr. Rallis nimmt ihn einfach mit. Aber das Team kann nicht folgen. Also Mr. Rallis ist jetzt auf jeden Fall richtig gut im Spiel. Zuvor war es Freeze, der den Ton angab, aber jetzt Mr. Rallis hier super stabil. Wenn er das empfindet. Kann auch sein, dass er sich erstmal fürs McCool entscheidet, einfach um noch sicherer zu sein und um dann nochmal den Movement Speed zu kriegen. Aber er steht einfach so sicher momentan, dass es eigentlich mehr Sinn macht, einen Infinity Edge zu bauen. Kann sich jetzt hier auch ohne weitere Probleme den T2-Turm sichern. Bot-Turm wird allerdings überleben, da Young Mokyo auf dem Weg ist. Ja, Horo versucht da hier noch so gut es geht zu pushen, auch mit den Super-Vasalen, die jetzt aber wieder, oder mit den Baron-Vasalen, die jetzt aber wieder so ein Stück weit kleiner werden. Naja, Rückzug wird durchgezogen, Baron-Buff wird auch nicht mehr lange halten. Man kann sich auf der Seite von J-Wa aber noch schnell zurückteleportieren. Das funktioniert noch. Spiel, aber aufgrund, auch wenn Meteor Maker sich immer wieder Vorteile holt, noch super ausgeglichen. Also ultra ausgeglichen. Es kommt jetzt halt wieder darauf an, wer ist jetzt unkonzentriert? Wer macht jetzt hier diesen kleinen Mini-Fehler und darf sich einen Kaffee holen? Darf normalen Salat essen, weil er wird super lange tot sein. Ja. Muss auch dazu sagen, Youngmuck ist noch ein gesamtes Item, beziehungsweise zwei Items von seinem End-Item-Bild entfernt, also Rabadons etc. wird er auch nochmal extrem viel zu seinem Schaden beitragen und J-Wow, das interessiert mich einfach nicht. Alles relativ egal, die kriegst du nochmal wieder. Airwax ganz schön weit nach vorne, wird er locker mitgenommen werden, damit stirbt schon mal die Frontline. Der Baum ist zwar auch gefallen, Youngmuck hier mit guten Seelenfesseln Horo gegenüber, kommt aber nochmal weg. Flash da vorne, aber Sorin mit dem Laserhieb, da kann er nicht entkommen. Und Freeze wieder aggressiv hier dabei, muss aufpassen. Er kann wieder mit dem Forceboot, schönes Stundenglas um Airwax, schön gemacht, Schaden, Freeze. Aber er kann da nichts machen. Mr. Rallis wird da mitgenommen, Quadra-Kill für ihn, aber es sind einfach die Penta-Gefahr wurde von Sorin komplett. Aber das war auch sehr, sehr schön gemacht von Freeze. Sorin konnte sich zwar den Quadra-Kill sichern, aber Freeze wieder nach vorne aggressiv reingeflasht. Hat gesehen, Mr. Rallis hat wenig AP, hat da einfach den Autotech nochmal gesetzt und Sorin im Prinzip einfach den Quadra-Kill vorbereitet. Richtig schön gemacht und bin gespannt, wie viel man sich jetzt hier zu zweit sichern kann. Der Turm geht auf jeden Fall drauf. Ja, Kasadin macht viel Schaden. Ja, also der Inhibitor sollte auch ohne Probleme fallen. Tödlich. Man muss bedenken, die EP wird bei beiden ja zu 40% dazugerechnet und die kommen einfach hätte auf lächerliche Werte. Hätte Freeze das Ganze überlebt, hätte man das Spiel sogar finishen können. So ja, sie müssen halt relativ nah, wobei, ich glaube, also, na gut, nee, J-Wow ist gleich wieder da. Also, ja, sie hätten, glaube ich, einen Turm noch mitnehmen können. Man aber muss dann, die EP werden wirklich sehr gestorben. Hoch. Kassadin halt mit sehr wenig Leben. Ja, das stimmt. Dann ist halt J-Wow super tanky. Nisbet, eine schöne Zibasult auf drei Leute. Aber Airwax hat halt keinen Auftrag. Naja, kann die Leute nicht richtig zone. Nisbet damit natürlich mit einem guten Tibos dabei. Und jetzt halt die Problematik. Man zont halt die Frontline bricht ja zusammen. Genau. Und jetzt Freeze halt. Jetzt noch ein bisschen Angst, tötet den Tibbers da noch schnell, aber jetzt geht aggressiv rein, macht den Bugshot, Kori wieder super weit vorne und Freeze flasht jetzt aggressiv rein, killt Nisbet, Triple Kill für ihn und dann halt am Ende Quadra Kill, leider gestorben, Sorin hier mit dem Autotech, kann sich den nochmal abholen, den Kollegen, super, super stark gemacht von Freeze. Aber immer noch ausgeglichen dadurch. Klar, Quadra jetzt um einiges besser für die Wolves, aber das ist kein großer Goldabstand. Nee. 73.000 zu 71 ist kein Unterschied. Mal Gold jetzt langsam, aber sicher eh unwichtig wird. Also wir haben jetzt nochmal ein Item, was jeder noch vor sich hat, bis auf die AD-Carries und dann wird Gold halt völlig irrelevant werden. Wir sehen's. Sorin baut in Richtung Lichbane. Freeze hat sein Full-Item-Bild. Youngbug muss noch ein bisschen sparen, hat aber fast das Rabadons. Das wird auch nochmal ein ordentlicher Boost an Schaden werden. Ansonsten sind wir da im Prinzip seins kommt übrigens bereits itemtechnisch. Der Hohe, dass man seinen Kinder-Q jetzt noch gekriegt, da hätte ich mich kaputt gelacht. Ja. Das Ding macht ja überhaupt keinen Schaden aktuell. Wirklich nur zur Sicht da. Die größten Bedenken, die Meteor Makers hat, ist einfach nur die Effektivität von Kasadin gerade. Es ist halt Ultramobil, weißt du, wieder den Fight gesehen, er geht rein, Force Pulse, die Leute werden halbiert. Ja. Und mittlerweile geht er auf den Fluch des Liches, wenn da ein Autotech durchkommt. Ist er tot. Da ist Mr. Rallis wirklich, auch wenn er die Schärpe hat und dadurch auch Magieresistenz ist, er, der ist.
keine Ahnung, sagen wir mal 4/5 des Lebens. Der Autodeck kommt einfach durch den Bildschirm und slappt ihn einfach nochmal mit ins Gesicht, quasi. Ja. So viel Schaden. Der Klient, also, der fliegt dann raus. Ja, in sein Gesicht. Das ist halt sofort, der Summoner ist disconnected, ja, weil er einfach nur die Leitung gekappt hat mit dem Ding. Genau. Kuri wirkt dem ein bisschen entgegen, indem er einfach auf den Guardian's Angel geht. Wird er also den Burst von Syrin etwas länger überleben. Hat aber halt null Lifesteal, also kann sich nicht hochheilen im Teamfight. Und mit den Crits, die Crits würden halt natürlich ihm sehr helfen, Lifesteal-technisch. Und der Engage kommt, Kuri ist... Kuri schon wieder, er geht nochmal rein, hat natürlich seinen Guardian Angel, aber... alle stellen sich davor, Horo, derjenige, der die Bindung abgefangen hat, das ist Teamwork. Aber Guardian kann es jetzt verkaufen. Ja, das ist wirklich so. Das ist ungünstig, dass man den so schnell und so simpel auch einfach verliert. Im Teamfeld wäre der halt wesentlich effektiver gewesen. Jetzt sind die Stats halt noch da, aber ja, Guardian Angel ist rein von den Stats her halt überhaupt nicht kosteneffizient. Da sieht es bei Syrens Lich Bane schon wesentlich anders aus. Freeze währenddessen hier wieder in Richtung Bot. Denn er hat, glaube ich, einiges an Schaden am Turm anrichten können. Den will man hier auf jeden Fall als nächstes holen. Wir sehen 4 Mitglieder von Meteomakers in der Midlane. Man muss aber aufpassen. Syrin ist nämlich auf dem Weg in die Basis. Also da sollte man sich nicht rauswagen. Auch wenn Kuri keinen GA hat, sollte so ein 4 gegen 5 Fight zu dem Zeitpunkt relativ einseitig für Meteomakers ausgehen. Ja. Spiel wartet quasi wirklich nur auf einen Fehler. Kommt mal ein Wurf, aber auf der Position, dass sie das Momentum haben. Inhibitor fehlt. Botlane ist immer noch die eine oder andere Vasallenwelle, die sich immer wieder nähert. Airwake ist einfach nur nervig diesbezüglich. Um uns zu bedenken, Baron und fünfter Drache. Das sind so die beiden Gefährdungspunkte, wo Meteomakers leider reagieren muss. Und ja, sie stehen 1-8. Sie brauchen langsam aber sicher mal ihren nächsten Sieg. Machen jetzt hier aber wirklich keinen schlechten Job in dem Spiel. Sind halt goldtechnisch nahezu ausgegeben. Wunderbar, aber guck mal, seien wir ehrlich, sind immer im Late Game. Das stimmt. Kein Spiel, was nicht 40 Minuten wir geht bei denen. Ja, geht's wirklich hin und her. Gerade in der 25-Minuten-Marke war wirklich entscheidend. Sie sind auch nochmal zurückgekommen, aber jetzt, so langsam aber sicher, creept der Goldvorteil wieder für Kopman Wolves. Und der Baron, der wird jetzt auf jeden Fall schnell fallen. Freestar mit den konstanten 500er kurz wahrscheinlich dabei. Wird also den Baron ordentlich zusetzen. Da muss man wirklich aufpassen. Airbox jetzt hier von hinten, kann den Engage schwanken. Kuri ohne Flash. Kurig, aber da die Sehnenfeste nicht auf ihn gesetzt und er trittet ihn einfach weg. Schön gemacht, die wurde ihm Kori immer noch in den Hammert jetzt auf Airwakes einfach. Aber ohne Leistung. Lebt halt sich immer selber noch. Ärgerlich für ihn, Freeze unterdessen von beiden Bruisern bedroht. Es fehlt es aber langsam sich an der Schadensquelle hoch und versucht es irgendwie mit dem Einzelnen. Kommt als Flüchmonster, wird hier weggekrittet. Schön gemacht von Freeze, der kann da peelen. Das wird kein Slash, das war's. Das war's. Spiel eigentlich komplett für sich allein 4 gestellt. 1, 700er Crit. Super bitter, J-Wow. Er hat kurz von Freeze abgelassen, nachdem alle seine Fähigkeiten raus waren. Und Horo war alleine. Wow. Wieso lässt, also Freeze war ja die massivste Schadensquelle gerade, wobei Soren dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ärgerlich. Youngbug dagegen ohne Stundenglas gestorben. Ärgerlich viel, aber das war's ja. Vom Youngbug ohne Stundenglas gestorben, ein Mann Ulti auf Kuri gesetzt, wo nicht mal der zweite Proc durchkam. Wo er nicht, er ist ja nach 2 Tagen erst gestorben. Super und ärgerlich viel, man sieht ja, wie so schnell hier der Tor einfach wow vernichtet wird. Meteomakers war nicht in der Lage, den nächsten Sieg zu holen, obwohl das Spiel so lange gegen Kopmanguffs hat in den Fights sich viel besser gemacht. Obwohl einiges schief ging, seien wir ehrlich. Also, dass Kuri es lange überlegt hat, aber es ist halt ein Jace. Jace ist halt leider da, wenn er nicht zum Punkt kommt, sondern das Team sofort eröffnet. Und das ist halt der Vorteil von Kopenhagen-Wolf. Sie haben nicht gezögert. Sie haben gesagt, hey, wir haben hier Jarvan, lass den einfach reinspringen. Ist egal, was der macht, weil den Rest machen wir schon platt. Ja, generell, am Zögern scheitert es bei Kopenhagen-Wolf auf jeden Fall nicht. Sowohl Freeze als auch Syrin als auch